Einen wunderschönen guten Tag, Couchos, zu einer neuen Folge Fußballfreitag. Und ja, letzte Woche ist ausgefallen, das hatte ich ja angekündigt, angedroht, angedeutet passt vielleicht am besten. Und ja, diese Woche geht's weiter. T-Shirt straight out of Frankfurt. Eigentlich, doch eins meiner Lieblings-T-Shirts. Aber das andere finde ich doch immer noch ein bisschen cooler. Wo ich immer wieder überlege, wie das Muster da jetzt drauf gemacht wurde. Also welche Art von Druck bzw. Stickerei es ist. Heute wird es wahrscheinlich gar nicht so lang gehen, aber ich habe mich gefragt, wie wichtig sind eigentlich die Fans für den Ausgang eines Spiels? Warum frage ich mich das? Die Frankfurter hatten mal wieder ein Montagsspiel am zurückliegenden Spieltag. Und das war für die Fans mal wieder ein Grund dafür, zu streiken bzw. Nicht zu supporten und das Ganze zu boykottieren. Das heißt, der gesamte Heimblock blieb leer und dazu waren noch so ein paar in Anführungszeichen unschöne Dinge, dass zum Beispiel ja keine Einlaufmusik gespielt worden ist, dass dass die Mannschaft nicht richtig vorgestellt worden ist. Das war so ein bisschen merkwürdig. Das ging da im Frankfurt-Forum ein bisschen länger drum und aber ich will jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, wie wichtig sind eigentlich Fans? Marco Rus zum Beispiel sagte dann in der Halbzeitpause, die Stimmung beeinflusst uns ganz eindeutig. Also Rus selbst hat zwar nicht mitgespielt, weil er noch verletzt ist, aber die Spieler würde das definitiv beeinflussen. Und das ist dann natürlich unschön. Auf der anderen Seite frage ich mich, wir haben zum Beispiel in England nicht eine besonders gute Stimmung, wir haben auch in vielen Bundesliga-Stadien nicht eine besonders gute Stimmung und da schaffen die Mannschaften das ja auch entsprechend zu performen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die sind das gewohnt, die trainieren bzw. die spielen immer so und es hatte, glaube ich, vor 2 Jahren oder war es letztes Jahr, hatte es ein Timo Werner ja zum Beispiel, als er noch relativ frisch war, dass er damals mit der Stimmung in der Türkei gar nicht zurechtkam. Und damals aufgrund dessen und dass irgendwie der Kreislauf das nicht mitgemacht hatte, damals sogar ausgewechselt werden musste. Und dass sich der Spieler mehr oder weniger daran gewöhnt. Und dass bei einer Mannschaft, die auch relativ stark von Emotionen lebt, das Ganze dann wieder anders ist, dass eben die Frankfurter spielerisch vielleicht nicht die absolute Top-Mannschaft sind. Ich meine, oder vielleicht sagen wir einfach nicht die Top-Mannschaft sind und deswegen sehr von Emotionen leben. Und da dann, wenn die Fans wegfallen, man auf jeden Fall es stärker merkt als bei einer Mannschaft bzw. bei einem Verein, wo die Stimmung eh nicht so gut ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass ein Fußballer sich davon gar nicht so sehr beeindrucken lassen kann. Das kann vielleicht im Hinterkopf irgendwo so ein bisschen mitspielen, dass man sagt, hey, ich spiele auch für die Fans, weil gerade bei den Frankfurtern ist es eigentlich immer relativ stark zu sehen, dass eigentlich egal wie das Spiel ausgeht, die Mannschaft bzw. die Fans die Mannschaft feiert und die Mannschaft nochmal schön einmal eine Runde macht und entsprechend das wahrscheinlich genießt und genauso während dem Spiel das vielleicht ein bisschen im Hinterkopf hat. Ob die Mannschaft das während dem Spiel selbst so merkt, da gibt es ja auch wieder verschiedene Meinungen. Man hört immer mal wieder Spieler, die sagen, dass man während dem Spiel gar nicht so viel davon mitbekommt, weil man einfach sehr im Tunnel ist. Andere sagen, ja, das ist ganz klar, das hört man, das peitscht einen an, das macht im Zweifelsfall auch den Gegner nervös und so bin ich mir da selbst nicht so hundertprozentig sicher, wie stark der Einfluss am Ende ist. Trotz allem muss ich sagen, die Montagsspiele sind abgeschafft und ich denke, irgendwo haben die Fans der Mannschaft geschadet. Und auch wenn die Mannschaft es gegen Union Berlin zu Hause auch alleine schaffen muss, hat es eventuell sein Übriges dazu beigetragen, dass es eben nicht 100% waren, sondern am Ende nur 80% und dann kann man sagen, okay, 85%, also beziehungsweise 15% haben die Spieler so gesehen verloren, 5% haben die Fans noch dazu runtergezogen und dann reicht es eben auch gegen so einen Gegner wie Union Berlin nicht. Und
Deswegen finde ich so einen Boykott immer schade. Da fand ich stark, dass man die Tennisballaktion damals fand ich stark, oder dass man gesagt, dass man, dass beide Fanlager zwischendurch mal ausgemacht haben, okay, wir machen bis Minute X keine Stimmung. Das fand ich gut. Die Aktion jetzt, ja, man sollte weiter darauf aufmerksam machen, dass man diese Spiele nicht gut findet. Denn sonst kommt die Liga irgendwann auf die Idee, man bringt sie wieder. Ich meine, jetzt das neue Modell mit, ich glaube, sonntags um 19:30 Uhr oder sogar um 20 Uhr, finde ich auch ziemlich bescheiden. Weil auch da, gerade als Auswärtsfahrer, da kannst du auch am Montag grundsätzlich nicht arbeiten. Aber gut, das soll es eigentlich gar nicht sein. Auf jeden Fall, ich denke, geringen Einfluss werden die Fans haben. Ich denke, gerade als Außenstehender wird einem das noch mehr auffallen. Deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen die Aussage von Marco Rus, der ja im Zuschauer bzw. auf der Tribüne saß und das Ganze dadurch auch nochmal anders aufgenommen hat. Man merkt es auch als Fernsehzuschauer, wenn die Stimmung im Stadion nicht so gut ist. Das ist auch immer so ein bisschen, ja, boah. Das kann ein nicht ganz so gutes Spiel ab und zu auch für einen Fernsehzuschauer besser machen, wenn die Fans da sind. Auf die Mannschaft, die auf dem Platz steht, denke ich, hat es nur einen sehr geringen Einfluss. Und da denke ich dann tatsächlich auch, je nachdem, was für eine Mannschaft ist. Wenn man eine Mannschaft ist, die spielerisch sowieso schon super ist und kaum Fanaufkommen bzw. keine Stimmung gewohnt ist, dann wird es ein wenig beeinträchtigen. Als eine kämpferische Mannschaft wird es dann im Zweifelsfall noch 2, 3, 4, 5%, die vielleicht den Unterschied machen können, durchaus dann auch nochmal herauskitzeln können. Wie seht ihr das? Denkt ihr, die Fans haben wirklich einen Einfluss auf die Spieler? Oder sagt ihr, das ist alles Humbug und das ist eine reine Sache von den Spielern und die Fans können machen, was sie wollen, es ändert sich nichts dran. Gerne unten in die Kommentare. Und ja, dann springen wir jetzt noch zum Spieltag, nachdem ihr ja beim letzten Mal keine Tipps hattet. Moment, jetzt habe ich den Knopf gedrückt. Und wir fangen an mit Düsseldorf gegen Berlin, Not gegen Elend. Ja, gerade bei Berlin ist ja durch die letzten Klinsmann-Geschichten relativ viel los. Düsseldorf immerhin jetzt in Freiburg gewonnen. Die Berliner zu Hause gegen Köln untergegangen. Und ja, dem Trend nach sollte Düsseldorf das gewinnen können. Dortmund gegen Freiburg, die Dortmunder in Bremen gewonnen. Die Freiburger das Ergebnis hatten wir gerade schon. Ich denke, dass die Dortmunder zu Hause zu stark sind. Hoffenheim gegen München. München hat sich schwer getan gegen Paderborn, hat aber am Ende trotzdem noch 3-2 gewonnen. Die Hoffenheimer 1-1 in Gladbach. Das ist eigentlich ein gutes Ergebnis, muss man sagen. Bei den Bayern fällt jetzt Lewandowski aus für 4 Wochen, beziehungsweise 4 Bundesligaspiele und noch einmal Pokal und einmal Champions League. Ich schätze die Bayern auch ohne Lewandowski trotzdem stärker ein. Mainz gegen Paderborn. Mainz 4-0 gegen Wolfsburg verloren in Wolfsburg. Die Paderborner haben sich eigentlich ganz gut geschlagen, sodass ich den Paderbornern zumindest mal einen Punkt zutraue in Mainz. Augsburg gegen Gladbach, die Augsburger 2-0 gegen Leverkusen verloren. Ja, da scheint so ein bisschen die Luft raus zu sein, habe ich das Gefühl, bei den Augsburgern. Und eigentlich sind die Gladbacher sowieso stärker einzuschätzen und deswegen tippe ich hier auf einen klaren Sieg Gladbach. Köln gegen Schalke. Ja, die Schalker 5-0 zu Hause gegen Leipzig verloren. Das Köln-Ergebnis hatten wir. Wenn man das einfach mal nimmt, hat Köln am letzten Spieltag 10 Tore auf Schalke gut gemacht. Gut. Da liegen aktuell auch noch 10 Punkte dazwischen, aber das Torverhältnis ist nur noch minus 9. Wenn die Kölner das jetzt 5 zu 0 gewinnen, haben sie ein besseres Torverhältnis. Okay, sie müssen eigentlich nur 3 zu 0 gewinnen, aber das ist ja jetzt auch egal. Trotz allem, ich denke, dass die Kölner das zu Hause gegen Schalke machen können. Union Berlin gegen Wolfsburg, Ergebnisse hatten wir beide. Die Unioner, klar haben sie gegen Frankfurt gewonnen, aber das war jetzt auch nicht so super überzeugend. Das waren mehr oder weniger Eigentore der Frankfurter. Sodass ich hier schon denke, dass die Wolfsburger das Ganze gewinnen werden. Leipzig gegen Leverkusen. Ja, die Leverkusener mussten jetzt unter der Woche ran. Genau genommen gestern. Das dürfte schon so ein kleiner Nachteil sein und die Leipziger zu Hause sollten sowieso zu stark sein. Und last but not least, Bremen gegen Frankfurt. Ja, erstmal müssen wir abwarten, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Wer es nicht mitbekommen hat, das Euroleague-Spiel der Frankfurter ist aufgrund von Orkanwarnungen auf heute verschoben worden.
Das heißt, man hat theoretisch zwischen dem Frankfurt-Spiel und dem Bremen, zwischen dem Salzburg und dem Bremen-Spiel keine 84, das wäre schön, wenn es 84 Stunden wären, keine 48 Stunden Zeit dazwischen. Das bedeutet, es könnte dazu führen, dass das Spiel verlegt wird. Sollte das Spiel stattfinden, sehe ich aufgrund der sehr, sehr geringen Regenerationszeit die Bremer, so sehr sie auch in der Krise sind, in einem leichten Vorteil. Einfach, weil man muss überlegen, Frankfurt spielt um 18 Uhr. Das heißt, das Spiel ist gegen 20 Uhr vorbei und man spielt in Salzburg. Das heißt, man muss dann eigentlich von Salzburg mehr oder weniger direkt nach Bremen reisen. Das würde man vermutlich noch an einem Sonntag, am Freitagabend machen. Hätte dann den Samstag zur Regeneration, Training und ja, Mannschafts- oder Spielvorbereitung für Bremen. Das wird schon eng. Qualitativ sollten die Frankfurter definitiv den Bremern überlegen sein, aber mit dem Druck bzw. mit der Anstrengung muss man mal sehen, wie es dann am Ende ausgeht. Also zumindest ein Punkt würde ich, mit einem Punkt wäre ich da dann schon zufrieden. Aber wie gesagt, vielleicht wird es auch verschoben. Das meine Tipps, eure auch, wenn ihr habt, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ein paar schöne Bundesligaspiele und ja, dann würde ich mich über ein Like freuen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.